und willkommen endlich Alpha 8 bei 7 Days to Die. Mit dabei genau. Die Xyra und Boing. Der Nordisch. Ja, guten Tag. Ganz frisch und neu dabei. Ja, genau. Zwar nicht beim Spiel, aber passt schon. So, jetzt kann ich auch endlich loslooten hier, sonst wird mir das zu lang. Seit Stunden wartet er darauf. Ja, genau. So. Als wenn ich sonst nichts anderes zu tun habe. Oh, guck mal, schon ein Buch zum Lernen. So, bei meinen lieben Zuschauern muss ich einmal sagen, selbst wenn es ein bisschen ruckelt, das liegt daran, wir müssen leider, da das alles nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das gedacht haben, das über meinen Rechner laufen lassen und da meiner ja nicht mehr der allerneueste ist, könnte es zeitweise ein bisschen ruckeln. Also meine Frames lassen zu wünschen übrig, wenn jemand welche übrig hat, immer her damit. Ja, ein paar könnte ich dir geben, aber ich bin geizig. Nicht, dass ich das schon so kenne, ne? Ey. Ja. Ihr kommt da sowieso am See vorbei, ne? Dann könnt ihr sonst vielleicht gleich ein bisschen Lehm mitbringen. Ich habe ein paar leere Gläser gefunden. Na klar. Das wäre natürlich optimal. Ich will mich ja nicht aufdrängen oder so, aber... aber wenn ich da schon was finde, dann bringe ich auch was mit. So. Dafür gibt's ja auch schön lecker Mais nachher. Ja, lecker, lecker. Ja, ich habe heute gehört, mit dem Mais kann man jetzt Benzin herstellen, ne? Richtig, Mais, Bika und Wasser war das, glaube ich. Mais? Bika? Damit kannst du, ja, mit Mais und Bika und Wasser kannst du erstmal Alkohol herstellen und daraus kannst du dann Benzin machen. Laufe ich eigentlich in die richtige Richtung? Ja, doch, ich laufe gut. Aber das ging doch schon mal, oder? Dass man dann so Benzin machen konnte? Ja, das ging zu Anfang mal, wurde dann aber rausgenommen. Gut, das weiß ich noch nicht. Ach komm, hier machen wir eine Party. So, du kriegst auch noch was auf den Kopf. Da kann ich noch ein bisschen Benzin mitbringen. Ich bin ja gerade bei einer Tankstelle. Das fand ich ja. Super. Ja, mein werter Mann läuft einfach weiter, das ist natürlich. Ach so, ich habe jetzt gar nicht gedacht, wie es ist. Ja, dem geneigten Zuschauer mag auffallen, dass ich bereits infiziert bin. das war ein Hund, der mich von hinten überraschte. Und, jetzt kommen wir auch von hinten. Du kommst auch nicht zurück, ne? Ich dachte, du kommst jetzt zurück. Boah, du bist so ein Arsch. Wehe, du kommst jetzt. Jetzt will ich dich nicht mehr. Ich bin mir gerade beschäftigt mit dem Stein, den ich nicht aufheben kann. Weißt du, und ich kämpfe hier um mein Leben. Aber auf jetzt sollte man noch verstehen, womit ein dritter Spieler da ist. Das Ganze so ein bisschen zu entspannen. Da ist schon der Nächste. Ich krieg doch ein Kind hier. Soll ich doch runterkommen? Nein, ich schaff das schon ganz alleine. Siehst du? Mit bloßen Händen. Okay. Und eine Metal Pipe habe ich jetzt auch schon. So. Oh ja. Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen die Richtung verloren. Da war doch eben noch. Da ist Platz. Was finden wir denn hier noch Schönes? Sag mal, kann man die Steine eigentlich auch mit der bloßen Faust zerschlagen? Probier's aus. Hast du genug Stamina? Au! Tut's weh? Ich glaube, ich hole mir da nur blutige Fäuste. Aber untergraben kann man die, glaube ich, ne? Ja. Ja, richtig. Also, sie müssten zerschellen, eigentlich. Ach ja. Da und noch ein bisschen Eisen mitgenommen. Untergraben. Ich habe ja schon eine kleine Schaufel. Die habe ich auch. Mit einer Schaufel funktioniert das hier nicht. Das ist bedauerlich. So, untergraben. Anklopfen. Hier ist Eisen an der Oberfläche. Ja, irgendwas war da. Es gibt auch Kohle an der Oberfläche. Okay. Oha. 15 Sekunden Angst.
Hier ist auch was drin im Safe hier. Freue dich, da folgen noch ein paar mehr Sekunden. Und nur eine Waffe drin. Hm. Na gut, nimm alles mit. So. Haben oder nicht haben. Genau. Ach, ich habe noch gar keinen Ziel. Tonnenweise Munition. So. Nein! Erstmal hier ganz schnelle Erstausrüstung. So. Auf geht's. So, hier hätten wir das erste Häuschen. Ich laufe hier gerade. Ach, da seid ihr schon. Ich laufe hier gerade ganz smooth den Berg runter. Ganz smooth? Ja. Also nicht geh smooth. Geh smooth. Party. Ich brauche noch einen Umblick hier. Jetzt, oh, ich vergesse immer, also, dass es jetzt so lange dauert mit dem Itemwechsel. Ich wollte ihn eben mit meinem Wasser erschlagen. Ey, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, das mit den Steinen, das ist ja sowas von Rust. Ja. Also sowas von Extrem Rust. Achso, da. Oh, so ein Specki ist hier. Klatsch. Okay, das sah gerade lustig aus. So, schnell aufs Dach rauf. Hier ist da noch einer drin. Aber ich will nicht ins Haus, wenn der da ist. Ach nee, da ist er. Oh Gott, sterbender Schwan. So. Jetzt traue ich mich auch ins Haus. Nordisch, wo bist du? Ich bin immer noch bei der Tanke. Längerer Aufenthalt, sagst du. Ja, ich hier ist so schön viel Metall und Benzin und Munition und. Ja, Peng Zeng bring mal mit. Peng Zeng brauche ich. Ja. Ich kann auch noch viel verschimmeltes Brot anbieten. Super. Aber das brauchen wir irgendwann für Antibiotikum. Genau. So. Wie sah ich euer Plan aus? Wolltet ihr häuslich werden da bei Maisfeldern oder was eigenes bauen oder wie habt ihr euch das so gedacht? Ja, also wir wollten uns erstmal irgendwo einquartieren. Oh, das sieht gut aus. Erstmal irgendwo einquartieren und dann aber auch eher früher als später dann auch was eigenes bauen. Ah, okay. Das klingt gut. Nicht wahr? Ich denke schon. Fürs Erste. Ich habe auch Gammelbrot. Ja, einmal schön einen Kaffee tunken, das ist echt lecker. Herrlich. Das gleich morgens zum Frühstück. So kann der Tag beginnen. Ja. So, nochmal Benzin. Ein Bieker habe ich auch schon gefunden für unseren Alkohol nachher. Dann machen wir uns ein schönes Feierabendbierchen. Ja. Oder Gläser habe ich auch genug. Ein kleinen Schnäppes. Naja, 10. 10 Gläser, ein Stack. So. Und dann macht der Papi sich jetzt mal auf den Weg. Sprit ist dabei, da können wir hochprozentigen brennen. Oh, perfekt. Du bist der beste Papi auf der Welt. Ja. Zum Saufen verführt. Gelbe Pflanzen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich sie denn looten könnte. Hallo? Ja, das ist ein bisschen blöd geworden jetzt mit der 8.0. Musst du von ein paar Seiten probieren. Irgendwann funktioniert's. Ist ja auch erst 10 Uhr, da hat man noch Zeit. Richtig. Ja. Das wollen wir hier ja mal nicht hetzen, ne? Ein Crawler. Ja, und wieder eher das Gras. Und den kleinen Stein. Nehmen wir unten am See, nehmen wir da wieder das ganz linke Haus? Ja, würde ich sagen. Ach, Spillway, oder? Bitte? Spillway Lake? Ja, das ganz linke oben da auf der Ecke. Mit den Steinen. Achso, das links. Das ist auch gerade nicht so einfach. Naja, gut. Oh, nimm doch die Pflanze auf. Ja, das ist ein bisschen weniger schön geworden, ne? Ja, das ist richtig. Aber wenigstens kann man jetzt durch Gras durchlooten. Das finde ich ja schon mal äußerst praktisch.
zumindest besser, sagen wir es so. Ja, okay. Aber ich finde das schon nicht schlecht. Ich finde auch gut, dass man die Woodframes, beziehungsweise überhaupt die Frames dann halt auch automatisch aufnehmen kann. Automatisch sag ich schon. Mit E aufnehmen kann. Ja. Muss man nicht zerkloppen, finde ich auch äußerst praktisch. Ja, das stimmt. Aber da geht noch was. Womit du dich bei mir ganz beliebt machen kannst, ist, wenn du Federn mitbringst. Durchwühl jedes Vogelnest. Ja, eigentlich wollte ich die für mich behalten. Weil, damit machst du dich unbeliebt. Ich schieße nämlich immer so ungerne mit Pistolen und so, weil das ist mir einfach zu laut. Och. Einfach zu auffällig. Und die Armbrust, die ist so toll. Das stimmt. Klatsch. Ich bin doch da. Schätze. Deswegen bin ich ja erschrocken. Ich dachte, ich helf dir nochmal. Noch eine Blume. Noch eine Blume. Das ist ein leicht schwurbeliger Job, oder? Es geht. Das ist spannend. Hier mal ein Stein, da mal eine Pflanze. Was kommt nur als nächstes? Ja, noch nicht mal Zombies oder so. Oh, da ist ein Hase, den ich kriege aber auch um. Sag mal, ist das Haus irgendwie schmaler geworden? Ich weiß nicht. Ich hab das irgendwie anders in Erinnerung, das Haus. Ich hab keinen Platz mehr. Das Gras kam weg. Gras kommt hier rein. Kann auch weg. Erde kann weg. Ich habe zu viele Waffen bei mir. Das ist ein bisschen schwierig. Schande auf dein Haupt, dass du zu viele Waffen bei dir hast. Ja, jetzt passt kein Essen mehr. Tja. Das wäre auch mal eine Idee, wenn man sich denn, einen größeren Rucksack craften könnte oder irgendwo erweitern könnte zumindest. Ja, das stimmt. Das wäre mal richtig, richtig nett. Und man hätte noch eine sinnvolle Verwendung für den Stoff. Ja, oder Leder zumindest. Oder Leder, kann ja. Wieso kann ich kein Gras abbauen? Ah, jetzt. Öl. Ja, hier ist Öl, aber ich krieg's nicht mehr mit jetzt. Ein Ei brauchen wir nicht. Oh. So, bin ich oben auf Kurs? Ja. Na, Keule. Liegst schon länger hier? Ich hab einen Topf. Achso, ich krieg den Topf nicht mit, aber in unserer neuen Behausung ist ja auch einer. Ich kann eigentlich auch schon mal jetzt ein bisschen hier und so. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mehr. So. Also mit dem Gras haben die auch irgendwas geändert. Das ist nicht mehr so. Das war schon, aber zumindest kriege ich noch ein bisschen was mit. Dann mampfe ich gleich noch was. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. So, dann bin ich gleich schon bei Maisfeld. Ja, Oh, das ist eine Brieftasche. Ich brauche noch einen Moment. So, na. Thermoser craften. Steht hier jemand auf Hundefutter? Ich bringe auch gerne Hundefutter mit. Absolut. Her damit. Ich nehme euch beim Wort, also mir ist es egal. Es gibt nichts halt Schöneres, Sonntag früh, Dose Hundefutter. Zum Gammelbrot. Aufs Gammelbrot, genau. Ganz viele Blümchen. Mal Zombie, du willst was auf die Mütze? Bitteschön. In der Sturm, meine Frames schießen gerade quasi in die Höhe mit 15. Ja. Komm mal her, Mädel. Komm mal mit dabei. Und noch ein Pflänzchen. Also ich bin nicht weit entfernt von den 30, die ich sonst habe. Ich bin auf... Ja, ich schwank im Moment immer so zwischen 50 und 60. Das freut mich.
Also ich schwanke konstant bei 16. Sag mal, das Haus war doch mal zweistöckig, oder nicht? Das hier glaube ich nicht, wo du gerade drin bist. Ach so, ich bin noch im Falschen. Das erklärt natürlich so einiges. Ach, dachtest du, du wärst schon zu Hause? Ich dachte, ich wäre schon... Ja. Und ich metzel mich hier durch die Zombie-Horde. Voller Vorfreude. Endlich eine Heimat zu finden. Und dann... Schnief. Ich habe aber echt noch keine einzige Waffe gefunden. Ach du, da kann ich dir aushelfen. Ich habe Pistol, ich habe Shotgun, ich habe Raketenwerfer plus Rakete und ich habe einen Sniper. Also, ich würde gern die Pistol nehmen und die Sniper. Ich pack das gleich oben alles in unseren Waffenschrank und dann könnt ihr euch da aussuchen, was ihr haben wollt. Wenn das denn so ist, dann müssen wir gucken, hatte ich nicht mal Schrotmunition? Doch, da, 13. Ja, das ist doch schön. Dann kann ich doch was mit der Pumpe anfangen. Ja, wie gesagt, ich benutze das eh nicht. Ihr könnt euch da bedienen. Aue! Ja, ich habe nachher für die Schule oder so, wenn man da mal looten ist, habe ich immer ganz gerne Pumpgun mit. Falls mir da mal ein Zombie auf den Senkel geht. Ja gut, für solche Fälle, wenn man dann länger irgendwo in größeren Gebäuden ist, wo die dann auch laufen, habe ich dann auch mal eine Pistole mit, aber sonst gar nicht. Ja, ich lock die meistens noch mal raus, ich stelle mich irgendwo einen Türeingang, baller zwei, dreimal, bis sie rauskommen und draußen verprügel ich sie dann. Was ein Anblick. Was denn jetzt? Ein verfaulter Arsch. Komm mal her, da kannst du richtig schön raufgucken hier gerade. Warte, warte, ich komm, du warst hier vorne um die Ecke, ne? Die trägt keine Unterwäsche, bin ich der Meinung. Mal gucken. Schwierig. Schwierig. Ja. Also ich hoffe, das ist Schatten da in ihrer Kimme. Gut, ja. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wo das Niveau ist. Ach, ich sag einfach gar nichts. Heute singt für sie das Niveau. Pass auf. Und wenn du nachher auf sein Video guckst, siehst du noch, wie er auf einmal das Laufen anfängt, weil er das auch sehen will. Gut, dass es hier einen Suizidknopf gibt, also das ist ganz schnell geklärtes Thema. So, ich muss hier oben jetzt erstmal ein paar Waffen loswerden und dann fange ich schon mal an, ein bisschen Tee zu kochen. Bert, oh, wie sieht das aus? Sorgst du kurz für Lehm oder soll ich das machen oder... Lehm? Ja, wegen Glasabdruck schon mal, damit ich die Gläser füllen kann. Haben wir ja schon eine Pipe? Ja. Dann kümmere mich auch um Lehm. Aber erstmal kümmere ich mich darum, dass ich was essen und was trinke. Eine schöne Magnum. Das ist meine. Pipes habe ich auch noch 4. Das ist sehr schön. So, ich schmeiße hier jetzt erstmal rein, was ich gefunden habe unten. Wobei, Raketenwerfer und Raketen packe ich mit da oben zu. Achso, ja, klar. Das ist natürlich auch lustig. Was denn? Ah, jetzt. Nee, ich habe ihn gerade getrunken und es ist nichts passiert. Okay, soweit so gut. Top, komm mit. Ach nee, Lehm war ja... Lehm sollte ich besorgen. Ja, ich hab sonst auch eine Schaufel, also kann ich sonst auch mal. Jetzt habe ich die Shotgun-Shells noch dabei. Ja, oder du gibst mir die Schaufel, das wäre auch eine Möglichkeit. Nein, das ist meine Schaufel. ja. Ja, man sieht ich Teamplay. Doch, achso. Teamplay wird ganz groß geschrieben, oder? Ich merke das schon, ja. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Ich bin der arme Tropf, der hier wie mir kloppt auf den Boden einhaut. Na, komm mal her, Mignon. Da. Hast du sie? Jetzt habe ich sie. Schön. Ah, auch nichts dran. Toll. So, Oder laufe ich da unten lang? Nee. Achso, ich kann ja... In dem Auto war schon... Nee, war es noch nicht. Nee, ich bin nicht so lootgeil. Natürlich, alles mitnehmen. Wie sieht das eigentlich zeittechnisch aus? Ja, läuft. Wenn nicht noch mehr. Es ist 11. Na, ich meinte jetzt nur mal so übersichtshalber. Ach so, nee,
wir haben da noch ein bisschen. Okay. Also so eine Minute musst du leider noch durchhalten. Ach. Ja, und was sagt uns das, liebe Zuschauer? Genau, schaltet lieber bei mir ein, anstatt bei ihr. Ah, das muss Liebe sein. Ja, oder? Und das mache ich hier den ganzen Tag durch, deswegen, das stört mich schon gar nicht mehr. Man gewöhnt sich eben an alles. Oha. Oh. Ich bin auf Kurs. Wir werden uns gleich wiedersehen. Oder, naja, was heißt wiedersehen? Überhaupt mal sehen. Ich bin hier gerade noch fleißig am Blümchen sammeln. Ich werde schön viel Tee kochen. Ja, ein bisschen was nehme ich auch noch mit. Eigentlich hoffe ich die ganze Zeit ein Vogelnest mal zu finden, aber... Ja, ist ja nicht mehr so, ne? Nee. Nicht mehr so einfach in Apokalypse. Boah. Ich hab erst einmal Clay. Ja, aber das reicht doch, wenn du das bearbeitest, dann hast du doch 9 Mal. Für einen Abdruck reicht das doch. So, einmal muss ich schon trinken. Na, Blume. Na also. Oh, ich sollte mal was trinken, ne? Oh, das Nest. Da ist ein Nest. Schön, dass du die Nester findest. Ja, eins. Und da ist noch nicht mal was drin. Drecksvogel. Der hat ausgeräumt. Ja. Was soll denn das? Frechheit. Ich hab da übrigens 3 Stacks Mais mit. Also können wir noch ein bisschen Brot machen. Nee. Jo. Oha. Ja, Lieben. Aber an dieser Stelle sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich finde das immer so gut. Er tut immer so, als hätten wir noch ewig Zeit. Und eine Minute später so. Das wär's dann. Das ist doch beschiss. Ich achte halt drauf, dass wir wirklich jede Sekunde ausnutzen für unsere Zuschauer und nicht zum Diskutieren. Also wenn das nicht mindestens schon wieder 6 Abos sind, die ich extra kriege. Minimum. Oben rechts in der Ecke, das ist mein Bett. Gut. Apropos Bett, habt ihr eigentlich noch ein Bett? Ja, mehr? Hier stehen noch 2. Also ist alles also ich da. Ich habe noch keins. Ja, aber hier oben stehen noch 2. Ihr könnt euch drum streiten. Ach so, 3. Okay. Ja, wird der liebe Nordisch es schaffen, in der nächsten Folge bei uns vorbeizuschauen? Ich denke nicht. Ich wissen es nicht. Xyra ihren Aufräumwahn durchsetzen. Auch das werden wir alles in der nächsten Folge sehen und damit verabschiede ich mich ganz herzlich. Bis dann. Und tschüss. Ciao.